Sein Büro befindet sich in der Nähe des Hoxton Square, eine der angesagtesten Gegenden Londons. Sein Unternehmen, Not Just a Label, ist inzwischen eine echte Marke geworden. Die Rede ist von Stefan Siegel, einem jungen Südtiroler, den es schon früh in die große, weite Welt hinausgezogen hat. Mein erster richtiger Job nach der Uni war in Zürich. Und dort habe ich es nach eineinhalb, zwei Jahren habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe dann gesagt, ich brauche wieder ein Abenteuer. Habe dann einen Job in London bekommen und das Erste, was ich dort halt gehört habe, dass ich auf einem Projekt in New York arbeiten werde. Und dann habe ich praktisch das erste halbe Jahr in London immer noch Miete gezahlt, aber in New York gelebt. Und dort ist dann, glaube ich, so die Idee entstanden. Bin dann zurück nach London und dann habe ich damals mit meinem Bruder und ein paar Freunden aber zusammen die Firma gegründet. Hinter Not Just a Label steckt eine ganz besondere Geschäftsidee. Stefan Siegel wollte junge, aufstrebende Designer weltweit miteinander vernetzen, ihnen eine Plattform bieten, die sie in ihrem kreativen Schaffen unterstützt und fördert. Angefangen hat es mit einer einfachen Website, herausgekommen ist ein ganzes Modeunternehmen. Der Grundgedanke dahinter ist, dass das Geld, das man im Onlineshop ausgeht, geht zu 70% direkt an den Designer. Und das ist grundlegend anders, als wenn man in eine Boutique, zum Beispiel hier in London hingeht, da kriegt der Designer ungefähr 5-10% vom Verkaufspreis. Und da haben wir einfach ein neues Wirtschaftsmodell aufgebaut, das Designern direkt hilft. Und das ist, ich glaube, extrem wichtig für Designer, die halt in politisch oder wirtschaftlich schwierigen Ländern sind, weil dort einfach dann ein Cashflow in das Land fließt und die Designer dann auch Leute einstellen können und die Firmen direkt vergrößern können, ohne dass sie sich jetzt von diesen Regionen dann bewegen. 18.000 Designer weltweit sind mittlerweile auf seiner Internetplattform vertreten. Und das Team von Stefan Siegel besteht heute aus 15 Mitarbeitern. Das Modebusiness ist hart, aber mit genügend Talent, Flexibilität und Schnelligkeit ist Stefan Siegel mit Not Just a Label der Durchbruch gelungen. Dennoch bleibt er bodenständig, obwohl er eigentlich ein Überflieger ist. Also wir sind jetzt knapp 15 Leute, also wir kommen und gehen und ja, also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie sagt, wir haben es geschafft, weil doch jeder Tag noch irgendwie eine Achterbahn ist. Und von dem her, also schwierig ist es trotzdem noch, also mal schauen. Aber jetzt, wenn man so zurückschaut und schaut, was wir in den letzten 4-5 Jahren geschafft haben, dann kann man schon sagen, dass sich einiges getan hat. Ja. Stefan Siegel hat Südtirol schon vor vielen Jahren verlassen, aber dennoch sind die Berge seine Heimat. Aber auch in London ist ihm der Kontakt zu seinen Landsleuten wichtig. Und ganz besonders groß ist die Freude, wenn diese sich für seine Arbeit interessieren. Die Wahl-Londonerin Anita Hohenegger hat für eine Südtiroler Gruppe einen Besuch bei dem jungen Modeunternehmer organisiert. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ja, ich glaube, das ist schon immer gut zu sehen, dass dieses Interesse gibt. Ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen die Kritik an Südtirol, dass man nicht über die Berggipfel hinaus sieht, aber es gibt dann doch immer viele Leute, und die man dann wieder trifft. Und ich glaube, ich bin immer erstaunt, wie viele Südtiroler, die man vielleicht auch in Südtirol nicht kennt, ja, weltweit verstreut sind, und dann kommt man drauf, dass da eine gewisse alpine Zugehörigkeit gibt es immer noch. Ja. Stefan Siegel nimmt sich ausführlich Zeit für seine Besucher aus der Heimat und erklärt ihnen, was er hier in London genau macht, warum Mode seine große Leidenschaft ist und welches Erfolgsgeheimnis hinter Not Just a Label steckt. Wir sind da in Sachen ethischer Mode und Biobaumwolle und das Ganze sind wir führend, wo wir halt wirklich Hochwertigkeit, Individualität und Nachhaltigkeit. Not Just a Label will sich ganz weit distanzieren von der Massenproduktion der Modeindustrie. This is Sarah. She's gonna show you a few pieces. Hinter jedem Produkt, das auf der Plattform vermarktet wird, steckt eine Geschichte. Diese Geschichten kann man auf der Homepage nachlesen und nachsehen. Not Just a Label ist multimedial. Die Macher der Holzhandtasche, der Wooden Clutch, stammen aus Tel Aviv und produzieren unter dem Label Tesla und Mendelovic. I am Oli Tesla. My partner's name is Etamal Mendelovic.
Wir sind im Grunde Textildesigner, so bezeichnen wir uns. Wir entwickeln neue Materialien, Rohmaterialien. Aus diesen Materialien können wir dann unsere Produkte formen und gestalten. Unser Produkt ist also das Material an sich. Das ist die Basis für sämtliche weitere Anwendungen, wie zum Beispiel die flexible Holzoberfläche. Aus diesem Material können wir dann unsere Taschen formen. 0815 Mode findet auf der Plattform Not Just a Label keinen Platz. Die jungen Designer und ihre Produkte werden sorgfältig ausgewählt. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich international Gehör zu verschaffen und um ganz einfach erfolgreich zu sein. Vor allem die weiblichen Besucher aus Südtirol sind jedenfalls von diesem Konzept begeistert. Ja, ich bin total begeistert, heute diese Einladung bekommen zu haben und die Möglichkeit gehabt zu haben, nach London zu fahren, um den Stefan kennenzulernen und sein Werk, auch seine Firma kennenzulernen. Als Frau, als modebewusste Frau, hat er super, ein super Portal aufgebaut, das jetzt weltweit auch anerkannt worden ist. Und sehr, sehr, sehr interessant ist auch seine moderne Arbeitsweise, also frei und lebendig mit neuen Designern zu arbeiten, ohne irgendwelche Konditionen oder Beeinflussungen vom Markt oder von größeren Firmen und Designern. Das interessiert mich sehr, erfreut mich sehr, weil Stefan wirklich zu den Werten zurückgegangen ist. Also er verfolgt die Geburt dieser Modeobjekte. Dazu gibt er vielen jungen Designern die Möglichkeit, sich wirklich auf dem Markt zu etablieren. Und das ist wunderschön. Und man hat wieder die Möglichkeit, Einzelstücke zu kaufen, aber wertvolle Einzelstücke und nicht Massenprodukte. Es ist schon lange dunkel draußen, als die Südtiroler Delegation das Büro von Not Just a Label in der Leonard Street in London verlassen hat. Für Stefan Siegel ist der Arbeitstag aber noch lange nicht zu Ende. Das Modebusiness schläft nicht und nur wer mithält, reitet ganz oben auf der Erfolgswelle.